Da unten ist der Stamm der Kumas. Ein liebenswertes Volk. Sie leben von der Jagd. Sie sind absolut friedlich. Wenn wir das Land für den Tourismus erschließen und ihren Lebensstandard verbessern, können sie uns dankbar sein. Eine Begräbniszeremonie. Ein Mann ist gestorben. Wer auf unserem Gelände bleibt und die Sicherheitsbestimmungen beachtet, hat nichts zu befürchten. Ich weiß, was ein Krokodil ist. Das Tier, das uns zum Kentern gebracht und Kusch getötet hat, war kein Krokodil. Sheena war auch sein Opfer, aber sie dachten nicht daran, es der Polizei zu melden. Kann es ein Krokodil gewesen sein? So viel Kraft hätte nur der große Flussgott. Aber den gibt es nicht, auch wenn die Kumas an ihn glauben.